Alte Freunde. Damit geht's weiter, nachdem wir ja abgehauen sind von der CIA oder beziehungsweise komplett da raus sind und nicht mehr deren Waffe sind. Aber die jagen uns trotzdem. Alte Freunde. Wen begegnen wir denn? Wer weiß, wer weiß. Jodie, meine kleine Prinzessin. Oh, oh, lass mich dich ansehen, Kleine. Oh mein Gott, was für eine wunderschöne junge Frau steht da jetzt vor mir. Genauso bezaubernd wie immer. Voller Sorgen und verloren. Wie bei unserer ersten Begegnung. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich vermisst habe. Und wie geht's? Aiden? Oh ja. Schön, dich zu sehen, Bruder. Kommst du mit? Oh ja. Ich war besorgt. Sie suchen nach dir. Ich musste weglaufen. Ich hatte keine Wahl. Wie geht's Nathan? Oh, er ist der Big Boss hier. Er leitet die DPA. Er hat es wirklich sehr weit gebracht seit der Zeit in unserem Labor. Wir reden mal über das Experiment als Gab es einen nächstes. Durchbruch bei der Infrawelt? Oder stecken Millionen im Bau des neuen Kondensators, der mächtigste, der je gebaut wurde. Natürlich war das erst möglich, als die Army mit ins Boot kam. Ihr arbeitet mit der Army? Frau Nason hatte gar keine Wahl, sie finanzieren's. Dafür fordern sie die intensive Erforschung möglicher militärischer Anwendungen. Unglaublich. Was ich dir erzählt habe. Hast du was rausgefunden? Am Tag deiner Geburt bekam eine Nora Gray ein Kind im DPA-Krankenhaus. Angeblich war es eine Totgeburt. Und der Vater? Weißt du, ob es über ihn irgendwas gibt? Sein Name war Jonathan Nichols. Er starb vor der Geburt. Herzversagen. Mehr weiß ich nicht. Was weißt du sonst noch über Nora? Nicht viel. Ich weiß nur, dass sie bei einem DPA-Forschungsprogramm mitgemacht hat, vor etwa 20 Jahren. Auch sie war begabt. Wo ist Nora jetzt? Sie wurde eingewiesen in eine psychiatrische Anstalt. Und zwar direkt nach der Geburt. Laut ihrem Profil müsste sie immer noch dort sein. Meine Mutter ist weggesperrt in einer Klapsmühle? Es tut mir leid, Jodie. Ich muss sie sehen. Jodie, ich weiß genau, was du fühlst, aber sie ist in einer psychiatrischen Anstalt. Du bekommst vielleicht nicht die Antworten, die du gerne willst. Ich suche willst. Nicht nach Antworten. Ich will sie einfach sehen. Ich meine, verstehst du nicht? Sie ist meine Mutter. Wenn ich ihr gegenüberstehe, sehe ich vielleicht, wer ich wirklich bin. Jodie. Das ist eine Hochsicherheits-DPA-Einrichtung. Und du wirst gesucht. Von jeder einzelnen Strafverfolgungsbehörde des Landes. Die werden dich da nicht einfach so reinlassen. Nichts wird mich davon abhalten, sie zu sehen. Cole. Du hast sehr viel riskiert, um mir zu helfen. Danke, Cole. Hey! Du glaubst doch nicht etwa, dass ich dich da ganz allein gehen lasse.
Okay, dann werden wir jetzt in die Anstalt gehen und Jodys wahre Mutter suchen und wahrscheinlich auch treffen. Ich weiß echt nicht, Jody. Keine Wache am Tor. Kein Mensch parkt hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Wenn ich in einer halben Stunde nicht wieder da bin, fahr einfach. Ey, ich warte doch jetzt nicht im Wagen. Co, warte! Na dann. Folgen wir ihm doch mal. Allein schon sehr nett, dass er uns überhaupt begleitet hierher. Hätte er gar nicht machen müssen. Da glaube ich auch niemand weiß, dass er überhaupt uns hilft, sozusagen, oder weiß, wo wir sind, weil wir werden ja eh von jedem gesucht auf dieser Welt. Okay, fast jedem. So, dann fragen wir doch mal. Das funktioniert immer. Hi, ich möchte zu Nora Gray. Kann ich erst Ihre Erlaubnis sehen? Erlaubnisschein? Gott, ich wusste, ich habe was vergessen. Tut mir leid, alle Besucher brauchen den korrekten Erlaubnisschein. Na dann, Aiden, was sagst du so? Brauchen wir einen? Ich glaube, wir brauchen keinen. Wir haben Aiden, der regelt das für uns. Hey, in welchem Zimmer liegt sie denn? Ich find's raus. Oh, shit. Ah, okay. Wir können doch nachgucken noch. Nora Gray. Treffer. Level 7, Nora Raum 43. Sehr gut gemacht, Aiden. So, Stockwerk 7. Jetzt noch Raum 43 und nicht gesehen werden. Was jetzt? Aiden. Öffne irgendwie diese Tür. Ups. Mist, du musst zuerst die Wache ablenken. Dieser Typ, ey. Was machen wir denn? Ja, das Licht wäre, glaube ich, ein bisschen zu creepy. Aber sein Rechner. Sieh dich mal um. Ist es ein Rechner gewesen? Ja. Das hat schon gereicht. Oh, wunderbar, cool. Hat nichts gesehen. Scheint frei zu sein, der Weg. Es muss irgendwas geben. Es muss irgendwas geben, um uns da reinzulassen, okay. Was denn zum Beispiel? Okay. Nee, das ist der Feueralarm. Den wollen wir natürlich nicht betätigen. Kaputt machen wollte ich eigentlich auch nichts. Okay, Aiden, was können wir denn tun? Vielleicht hier? Bei dem Typen nochmal? Der immer noch an seinem Rechner rumschraubt. Hat er nicht noch eine zweite Türsteuerung? Power Grid on. Ah, shit, da komme ich nicht durch. Was können wir denn tun?
Ah. Nein, er ist zu weit weg. Shit, der Typ ist zu weit weg, ey. Hätte was werden können. Okay, nicht dieser Typ. Hier irgendwas? Shit, ich brauche irgendjemanden, der uns... Ah. Oh ne, oder? Du pennst noch? Alter. Okay, wir müssen ihn wecken und dann in seinen Körper schlüpfen, weil wir brauchen so eine Sicherheitskarte anscheinend. Wir machen ein bisschen mehr Radau. Ja, endlich hat er was gecheckt. Hat ja lang genug gedauert. Genau die Karte brauchen wir. Und nett, dass er uns direkt schon hilft. Haben wir ihn einfach lahmgelegt. Wir schauen uns die Karte. Da die uns noch ein ganzes Stück helfen wird. Okay, Kamera habe ich schon mal kaputt gemacht. Die erste hier oben. Raum 43, nicht vergessen. Scheiße. Geisteskranke machen mir Angst. Finden wir Zimmer 43 und dann weg hier. Natürlich auch erstmal umsehen. Und auch noch Kameras zerstören. Oh, der läuft schon weiter. Also ich würde nicht gerne gesehen werden von den Kameras. Aber er müsste eigentlich gleich bei 43 sein, weil 37 sind wir schon vorbei. Da ist 38. Moment, die Kamera. Was haben wir hier? 41. 42, okay, er hat 43. Gut gemacht. Sehr gut. Da die Kameras alle aus sind. Oder soweit alle aus sind. Beziehungsweise zerstört wurden. Denke ich, können wir doch mal reingehen. Ich hoffe nicht, dass sie wirklich geisteskrank ist. Sondern sie einfach nur normal ist. Aber sie ist seit über 20 Jahren oder seit guten 20 Jahren hier in dieser Anstalt. Also ihr scheint, ihr solltet es nicht gut gehen danach. Nach einer so langen Zeit. Nach einer so langen Zeit, meine ich. Sie bemerkt dich vielleicht nicht mal. Geh vielleicht lieber nicht rein. Wir gehen trotzdem. Oha. Also sie hat auch eine besondere Fähigkeit. Aber wie sie da sitzt, schon unheimlich. Mom, ich bin's. Jody. Nee, sie bewegt und bemerkt uns wirklich nicht. Okay, dann helfen wir ihr mal. Ah. Okay, wieder mit so einer Art Erinnerung. Wirklich toll, Nora.
Die Mutter und der Vater, beide sind begabt. Ist Ihnen denn eigentlich bewusst, wie bedeutend das Baby ist? Das wird nicht möglich sein, Nora. Lassen Sie uns doch alles regeln. Es ist das Beste, Sie wissen das. Aber sie ist mein Baby! Bringt sie mir! Ich hab's mir überlegt! Ich will mein Baby! Beruhigung, bitte! Bitte! Ich will sie sehen! Bitte, bitte, lass mich zu ihr! Ich will mein Kind! Bitte! Sie besitzt womöglich auch spezielle Fähigkeiten. Sagen Sie nur, sobald irgendetwas Ungewöhnliches passiert. Erhöht die Dosis. Macht es so, dass sie nie wieder ihr Bewusstsein erlangt. Tut mir leid. Es tut mir leid. Es war meine Schuld. Mich würde interessieren, wer der Arzt ist, der ihr damals das Kind weggenommen hat. Ich glaube nicht, dass es Nathan war. Ich glaube, es war sein Vorgänger, der damit was zu tun hatte. Und diesen Typen, mich interessieren, wer das war, und den würde ich gern kennenlernen. Und ihm danach eine reinzuhauen.